Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute möchte ich mit euch einen besonderen Test machen. Ich sitze hier nämlich im neuen Tesla Model 3 Highland. Das hat ja wahnsinnig viele Änderungen erfahren im Vergleich zum Vorgängermodell. Die will ich euch jetzt gar nicht alle aufzählen und auch nicht vorstellen. Da gibt es genug andere Videos drüber. Mir geht es heute um die Effizienz. Wie hat sich eigentlich die Effizienz verbessert und das ganze Fahrgefühl im Vergleich zum älteren Model 3? Denn ich fahre heute gegen ein älteres Model 3. Das ist hier das Highland, das ältere, nennen wir es mal Lowland. Das ist ein 2020er Modell, auch Model 3 Long Range wie das hier. Wir haben beide Winterreifen drauf und wir fahren natürlich wieder von Bremen nach Bremerhaven. Die 130 Kilometer bei Tempo 130 und das bei sehr kaltem Wetter. Wir liegen so gerade um die 0 Grad und es ist so ein bisschen ja diesig, neblig, bisschen grau. Vielleicht ändert sich das ja noch, vielleicht regnet es oder schneit es ja sogar wieder unterwegs. Das kennen wir ja von meinen Tests. Und da treten wir gegeneinander an. Alt gegen neu. Wie hat sich die Effizienz hier verbessert beim Highland? Soll ja in allen Belangen besser geworden sein. Da bin ich extrem gespannt drauf und ihr dürft es auch sein. Wird ein super spannendes Video, also unbedingt dranbleiben. Heute treten gegeneinander an das neue Model 3 Highland und ein älteres Model 3 von 2020 und das kommt tatsächlich noch aus Fremont, USA. Das heißt, hat auch noch die Chromleisten hier. Hier ist ja alles schwarz und ihr seht natürlich auch an der Front schon die Unterschiede. Und wenn ich mir hier diese Spaltmaße angucke, ja, dann hat sich hier doch deutlich was verbessert. Überhaupt ist ja das Highland total umgekrempelt worden im Prinzip, sowohl was Fahrwerk angeht, was Innenraumdesign angeht und auch Effizienz. Heißt es zumindest von Tesla. Und das finden wir heute natürlich raus. Beide Autos sind ja die Long-Range-Variante. Beide haben 18 Zoll Winterreifen. Beide haben die Pirelli Sotto Zero drauf. Das alte Model 3 von 2020 kommt aus Februar und ist schon 60.000 Kilometer gelaufen. Und der Wagen hier, der ist nagelneu, hat glaube ich erst 200, 300 Kilometer auf dem Tacho, wurde zugelassen am 29. Dezember 2023. Dieses Auto hat eine Wärmepumpe, dieses Auto hat keine Wärmepumpe, dieses Model 3 hat keine Aero-Radkappen, das hier schon. Das heißt, ein bisschen ungünstiger für den Luftwiderstand. Ja, wir gehen also gleich auf die Reichweitenstrecke und gucken uns mal an, wie groß die Effizienzunterschiede jetzt sind bei diesen beiden Autos, ob das ältere Modell mit dem neuen noch mithalten kann. Oder ob Tesla doch zu viel versprochen hat. Ich bin total gespannt. Das werden wir heute feststellen. Auch wenn ich euch nicht jede kleine Änderung hier an diesem Highland im Vergleich zum älteren Model 3 im Detail erklären möchte, eins ist auf jeden Fall klar. Wenn man hier einsteigt in den Innenraum, natürlich ist der Innenraum so spartanisch wie immer, sogar noch spartanischer, denn er hat keine Lenkstockhebel mehr, aber dazu kommen wir nachher noch. Aber was einem wirklich sofort auffällt, wenn man auch mal mit den Händen hier so rüberstreicht, sind die Materialien, sind doch alle viel hochwertiger geworden und das Model 3 Highland hier hat etwas geschafft, was eigentlich kein einziges Auto, was ich bis jetzt getestet habe, bisher geschafft hat. Nämlich in den Oberflächen hier nirgendwo Hartplastik zu verbauen. Also es ist alles weich und aufgeschäumt. Sogar hier unten die Flaschenablage, von innen auch mit Filz bezogen. Ganz runter bis zum Teppich. Es ist alles weich unterschäumt. Das gesamte Armaturenbrett bis hier hinten zum Ambient Light. Das schafft in diesem Auto wirklich einen hochwertigen Gesamteindruck. Und wenn man wie hier weiße Sitze hat, ich stehe ja sowieso darauf, ihr wisst ja, mein Model S hat weiße Sitze, unser Model Y hat weiße Sitze, dann sieht das nochmal besser aus. Und dadurch, dass sie perforiert sind, wirken die nochmal edler. Sie sind nämlich auch belüftet. Ja, oho, beheizt und belüftet, serienmäßig. Und dazu sind sie auch noch mega bequem. Also im Vergleich mit unserem Model Y, wo die Sitze doch eher so ein bisschen weich sind, sind sie hier super gut. Das Problem, was viele Leute sehen, sowohl beim Tesla Model S, das ist ja schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber eben auch beim Highland, das sind die fehlenden Lenkstockhebel. Man hat keinen Blinkerhebel mehr, man hat keinen Gangwallhebel mehr. Alles wird jetzt per Lenkrad bedient. Ich mit meinem Model S, ich bin das jetzt schon gewohnt. Ich fahre das jetzt schon fast, naja, nicht ganz ein Jahr, ein Dreivierteljahr.
sodass mir das hier überhaupt nicht fremd vorkommt, außer dass das Lenkrad ein bisschen kleiner ist und die Tasten enger zusammen sind. Und da ich das ja sowieso schon gewohnt bin vom Model S, ist das für mich zumindest überhaupt kein Problem. Ich komme damit gut zurecht, auch wenn das Lenkrad über Kopf steht im Kreisverkehr. Ich weiß, unten ist rechts. Das hat man einfach irgendwann drin und dann klickt man da drauf und fertig ist die Laube. Scheibenwischer kann man natürlich auch mit dem Lenkrad bedienen. Wenn man da einmal drauf drückt, dann wischt er einmal. Hier wird die Wischereinstellung eingeblendet und mit dem linken Scrollrad kann man dann im Prinzip die Wischereinstellung verändern. Man muss also nicht zwingend auf das Display gucken. Wir wissen ja, die Wischautomatik von Tesla ist auch im Model 3 Highland. Ich will mal so sagen, verbesserungsfähig. Bei mir im Model S jetzt die letzten Tage hier im Norden hat es ja sehr, sehr viel geregnet, wie ihr vielleicht gehört habt. Und wir sind hier auch fast landunter. Also 2 Kilometer Luftlinie von mir ist alles unter Wasser. Und da mussten auch tatsächlich Leute aus den Straßen evakuiert werden, hier im Bremen-Lienthal. Aber bei dem vielen Regen kann ich nur sagen, die Wischerautomatik auch im Tesla Model S, selbst mit dem neuen Update, was jetzt vor Weihnachten kam, das Holiday Update, wo ich zuerst dachte, es ist besser geworden. Nee, ist eine Katastrophe. Die Automatik funktioniert überhaupt nicht. Entweder wischt er zu schnell oder er wischt überhaupt nicht. Sodass ich dann meistens mich mit einem manuell eingestellten Intervall bediene oder eben von Hand einmal kurz auf den Wischer drücke, sodass er dann die Scheiben sauber macht. Aber das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, Tesla, das ist richtig Kacke. Das kann man mal so aussprechen. So, wir sind bereit. Trips sind alle zurückgesetzt. Wir fahren los mit 20 Grad für die Heizung. Sitzheizung aus, Lenkradheizung aus. Lüftung auf manuell, Stufe 2. Stufe 2. Wunderbar. Gleiche Bedingungen. Und dann würde ich sagen, kann es losgehen. Wir haben beide dieselben Winterreifen drauf. 18 Zöller Pirelli Sotto Zero. Meine sind natürlich nagelneu hier vom Highland. Die von Christian sind natürlich schon ein bisschen gelaufen. Sollte aber keinen Unterschied machen. Der größte Unterschied ist jetzt bei den Reifen, dass ich diese Aero-Radkappen drauf habe. Und Christian hat die nackten Model 3 Speichenfelgen. Das gibt einen kleinen Verbrauchsnachteil. Aber das rechnen wir dann gegebenenfalls raus. 2-3%. Und dann gucken wir mal, ob das dann wirklich einen großen Einfluss hat. Eigentlich sollte ja laut Tesla das Highland hier deutlich effizienter sein als das alte Model 3. Ja, und das Fahrwerk vom Highland, das ist sowas von viel besser als das alte, auch vom Model Y jetzt im direkten Vergleich, was ich ja auch sehr gut kenne. Das ist im Prinzip so ein bisschen zu vergleichen mit meinem Model S. Das hat ja das Luftfahrwerk, das haben wir hier natürlich nicht. Aber der Fahrkomfort und auch so diese Rollgeräusche von den Reifen sind so angenehm, muss ich sagen. Jetzt hat Tesla endlich mal ein super Fahrwerk und ich hoffe, sie bauen das für das Facelift von dem Model Y auch ein, was ja jetzt im Laufe des Jahres 2024 kommen soll. Denn ich glaube, darauf warten viele, weil doch den meisten Leuten dieses etwas hölzerne Fahrwerk einfach zu ruppig ist. Und mir wird das genauso gehen. Gut, ich fahre ja meistens das Model S. Da ist es sehr angenehm. Aber wenn ich das Model Y von der Silla fahre, dann fällt mir das immer wieder auf, wie unkomfortabel das eigentlich ist. Ja, und hier im Highland haben wir natürlich die neue Geschwindigkeitswarnung bei überschreitender Geschwindigkeit drin. Das ist ja Vorschrift, EU-Verordnung. Und im Gegensatz zu vielen anderen Autos kann man aber hier mit einem Tipp auf das Verkehrszeichen hier im Display das Ganze ausschalten. Leider nur für den aktuellen Trip. Also nicht für immer, sondern es ist bei jeder Fahrt wieder neu. Aber der Ton ist auch relativ angenehm. Also er nervt jetzt nicht und ist nicht so schrill. Also das geht noch. Und durch einen Tipp ist das dann weg. Ich finde es eigentlich aber auch gar nicht so schlecht, dass man darauf hingewiesen wird. Nachteil bei Tesla ist nur, dass die Verkehrszeichenerkennung, worauf sich diese Warnung dann stützt, dass die einfach nicht so gut funktioniert. Und da hat man einfach eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 oder 50 km/h, die nicht so existiert, sondern man darf viel schneller fahren und er bimmelt ständig.
wenn man jetzt zum Beispiel 70 fahren darf, aber er nur 50 erkannt hat, dann wimmelt er ständig. Und das ist natürlich überhaupt nicht Sinn der Sache. Also wenn wir schon diese Warnung haben, dann muss Tesla jetzt endlich mal die Verkehrszeichenerkennung auf so einem Niveau haben, wie das andere deutsche Hersteller schaffen. Weil so ist es ja wirklich nur noch nervig. Also das Fahrwerk, muss ich echt sagen, das ist mittlerweile auf dem Niveau, wie ich es auch so von den IDs kenne, also hier vom Highland, richtig klasse. Das gefällt mir wirklich gut. Diese Strecke hier, wo wir noch Tempo 30 fahren dürfen, ist wirklich durchsetzt mit Bodenwellen, mit Gullideckeln und so. Und das ist jetzt nicht mega sänftig hier, aber genau der richtige Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort. So gefällt mir das. Ja, und die 4,4 Sekunden, die das Highland hier braucht, das ist ja das Long Range, das ist schon geil, diese Performance zu haben. Nicht, dass man sie täglich brauchen würde, aber sie unterm Fuß zu haben, das ist schon schön. Mir fällt auch auf, im Vergleich zum Model Y jetzt, dass die Motorengeräusche der beiden Motoren, wir haben ja hier zwei Motoren verbaut, also quasi Allradsystem, dass sie hier im Highland so gut wie unhörbar sind. Im Model Y hört man immer noch so beim Beschleunigen so ein leichtes Motorsirren oder Piepen. Hier in dem Highland, was ich jetzt fahre, ist das Null. Also sehr, sehr angenehm. Also die gesamte Geräuschkulisse hier im Inneren, jetzt auch mit der nassen Fahrbahn, ist so leise. Das ist wirklich fantastisch. Es ist fast noch leiser als bei mir im Model S. Und das ist schon gut. Naja, wir haben es jetzt 1 Grad, die Straßen sind nass, vielleicht nieselt es nachher noch. Schauen wir mal. Und wir fahren jetzt auf die Autobahn und versuchen dann Tempo 130 zu halten bis Bremerhaven und zurück. Zwei Model 3, einmal das Highland. Und hinter mir fährt der Christian mit seinem Model 3 von 2020. Das hat schon knapp 60.000 Kilometer auf dem Buckel und stammt tatsächlich noch aus USA. Wir haben ja beim Highland auch keine Blinkerhebel mehr und auch keinen Gangwallhebel. Somit ist das Lenkrad mehr oder weniger ähnlich wie mit meinem Model S. Es ist ein bisschen kleiner, das Ganze ist irgendwie noch enger zusammen. Aber das war es dann auch mit dem Unterschied. Wobei, nein, stimmt nicht. Die Hupe ist jetzt wieder hier vorne direkt auf der Prallplatte. Das finde ich die sinnvollste Änderung überhaupt, weil die Hupe hier auf dem Lenkrad, die findet man nicht. Wenn man mal eben hupen muss in einer Gefahrensituation, bis man die gefunden hat, ist die Situation vorbei. Also das macht ja echt keinen Sinn, die Hupe da wegzunehmen. Hier ist sie wieder, also finde ich gut. Was das Blinken angeht, ist das hier auch ganz interessant, weil das haptische Feedback hier, wenn man die Tasten drückt, das ist sowas von echt, als würde man das Ding runterdrücken. Das ist nochmal deutlich besser als bei mir im Model S. Da ist ja auch ein haptisches Feedback auf dem Lenkrad, wenn man die Tasten drückt. Aber hier ist es viel besser. Also wenn man die Augen schließt und da drauf drückt, dann denkt man wirklich, man drückt es rein. Ist irgendwie faszinierend, wie sie das hingekriegt haben. Also das ist wirklich gut. Und wie gesagt, da ich das gewohnt bin vom Model S, ist das für mich jetzt keine Umstellung hier. Außer die Tatsache, dass die Tasten noch ein bisschen enger beieinander liegen, weil das Lenkrad kleiner ist. So, aber jetzt ist hier freigegeben 130 und das Model 3 hat mich jetzt gerade überholt, das alte. Wir wechseln uns immer mal wieder ab. Und ich bin echt gespannt. Wir werden jetzt während der Fahrt nicht kommunizieren. Das heißt, wir beide wissen jetzt nicht, was hier der jeweils andere verbraucht. Also wie sieht es denn bei mir aus? Bei mir ist es so, nach 22 Kilometer bin ich jetzt bei 22,7 Kilowattstunden. Das ist eine ganze Menge. Ist aber auch kalt, 1 Grad und die Straßen sind nass. Aber es regnet nicht, vielleicht kommt das ja noch. Noch schlimmer wäre jetzt Schnee. Also auch bei Tempo 130 finde ich hier die Geräuschkulisse wirklich sehr, sehr schön leise. Das haben sie wirklich auf ein Niveau gebracht, das kann sich mit der Konkurrenz der deutschen Hersteller absolut messen. Und man darf auch nicht vergessen hier, das Model 3 Long Range ist trotz seines großen Akkus von, ich glaube, was hat er, 77, 76 Kilowattstunden netto, da ist er doch relativ leicht, also im Vergleich mit anderen Elektroautos zum Beispiel. Der wiegt hier 1830 Kilo, glaube ich, sind es. Also im Vergleich zu anderen Autos ist das schon für ein E-Auto relativ leicht.
Und die neuen Sitze, die sind nicht nur neu designt und sehen schicker aus, sondern man sitzt auch ziemlich gut. Ich finde, hier sitzt man besser als im Model Y, weil dort sind die Sitze doch relativ weich. Hier sind sie härter und auch vom Seitenhalt super. Einzig finde ich, die sind etwas glatt. Also dieses Kunstleder ist ein bisschen rutschig so. Schön ist natürlich, dass jetzt hier die Sitze serienmäßig auch belüftet sind. Also das genieße ich ja schon bei mir im Model S. Sitzheizung ist ja nahezu selbstverständlich heutzutage. Aber Sitzbelüftung ist meistens immer Aufpreis, aber hier ist es Serie. Ja, und jetzt ist es soweit, jetzt fängt hier Schneeregen an. Ja, ist immer wieder typisch, ne? Was für ein Mistwetter hier zwischen Bremen und Bremerhaven. Ist das immer dieselbe Stelle oder was? Ich verstehe das nicht. Zu Hause war das noch trocken und sah auch gar nicht danach aus, dass das jetzt schneien würde. So, auf jeden Fall haben wir jetzt 50 Kilometer geschafft und wir liegen bei 22,1 Kilowattstunden. Das ist nicht eben wenig, aber gut, das Wetter heute ist mal wieder katastrophal. Jetzt schneit es hier richtig dicke Flocken. Also, das hätte ich echt nicht gedacht, wo wir losgefahren sind, dass das wieder so schlimm wird heute. Ja, und das Long Range für so 55.000, wie ich das konfigurieren würde, mit weißen Sitzen und schwarzem Lack zum Beispiel, das ist auch natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her also echt auch eine Ansage an die Konkurrenz. Was man da alles bekommt, auch das Auto mit wahrscheinlich der höchsten Reichweite in der Klasse und einer wahnsinnig hohen Ladeleistung von 250 kW, die ja auch sehr gut hält. Die Software, das ist schon Wahnsinn. Und dann jetzt mit dieser Verarbeitungsqualität, dem leisen Innenraum und dem ganzen Handling, der Haptik hier, das ist schon cool. Klar, es gibt Abstriche. Also Beispiel fehlende Blinkerhebel, damit muss man zurechtkommen. Dann natürlich die fehlenden Ultraschallsensoren. Dann die nicht gut funktionierende Scheibenwischerautomatik, die auch nicht gut funktionierende Verkehrszeichenerkennung. Das sind die Abstriche, die man einfach wissen muss. Und dann muss man für sich entscheiden, ist es einem das wert, dass man das Auto trotzdem kauft? Und ja, weltweit gesehen würde ich sagen, geben die Verkaufszahlen Tesla ja recht, das so zu machen. Wir dürfen ja nicht nur auf Deutschland gucken. Tesla verkauft die Autos ja weltweit. Wenn man mal das Model Y jetzt sieht, das war 2023 das weltweit am meisten verkaufte Auto. Nicht nur E-Auto, nein, Auto insgesamt. Also irgendwas muss Tesla ja doch richtig machen. Bei aller Kritik. Wir sind jetzt bei 60 Kilometer Strecke und da vorne ist gleich wieder die Abfahrt. Wir liegen bei 21,8 Kilowattstunden im Moment. Ist also ein bisschen runtergegangen jetzt. Der Akku hat sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auf Betriebstemperatur aufgewärmt und da wird nicht mehr so viel Energie für die Akkuheizung benötigt. Bin mal gespannt, ob das auf der Rückfahrt dann noch weiter sinkt. Also windtechnisch, sage ich mal, haben wir wenig zu tun. Es gibt zwar ein bisschen Gegenwind im Moment, aber der ist nicht so stark. Ja, bin mal gespannt. Bin vor allem gespannt, wie das alte Model 3 liegt. So, wir haben 65 Kilometer auf der Uhr und einen Verbrauch von 20,9 im Moment. Ja, bin ich gespannt. Es ist immer noch ziemlich hoch eigentlich. Aber wenn ich bedenke, das Model S, letztens, wo lag ich hier bei 24 oder so? Oder waren es 25? Also schon ein deutlicher Unterschied. Gut, beim Model S hatten wir keinen Schnee, sondern viel Regen, aber auch viel Gegenwind. Das haben wir heute natürlich nicht. Aber ich bin so gespannt, wie das alte Model 3 liegt. Das wird interessant. Und jetzt geht es wieder zurück, 65 Kilometer bis Bremen. Wir müssen wahrscheinlich noch wieder einmal durch das Schneegebiet. Aber ich hoffe, das wird dann doch ein bisschen weniger gleich auf der Rückfahrt. Ja, hier im Energiegraf sieht man echt sehr schön, wie so die Verbräuche sind. Das hat ja mein Model S nicht mehr, warum auch immer. Und hier sieht man, dass wir so im Durchschnitt der letzten 10 Kilometer 20,6 Kilowattstunden verbraucht haben. Aktuelle Reichweite 216 Kilometer. Wir haben noch 58% im Akku.
Ja, das sieht doch ganz gut aus. Nach 80 Kilometer liegen wir jetzt bei 21,5 Kilowattstunden im Durchschnitt. Ist wieder ein bisschen hochgegangen, aber ich glaube, jetzt hat der Schnee aufgehört und es sollte gleich wieder ein bisschen besser werden mit dem Wetter hier. Ja, ist ganz interessant hier bei diesem Auto mit diesen Scrollrädern am Lenkrad. Damit mit dem rechten einmal doppelt draufdrücken, da aktiviere ich den Autopiloten. Ich kann es auch so konfigurieren, dass ich nur einmal draufdrücken muss. Dann geht Tempomat und Autopilot mit einem Druck an. Nur mir ist hier aufgefallen, dass ich gerade bei diesem Auto doch relativ stark draufdrücken muss. Bei meinem Model S, da reicht es einmal kurz so ein bisschen runter zu tippen und dann reagiert das Scrollrad auch schon. Hier ist es irgendwie so, das Scrollrad drückt sich zwar runter, aber der Autopilot aktiviert sich nicht. Da muss ich dann richtig draufdrücken. Das ist mir jetzt schon mehrmals passiert, dass ich doppelt getippt habe und der Autopilot ging nicht an. Erst wo ich dann so richtig runtergedrückt habe, ging es an. Das finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig jetzt, also im Vergleich zum Model S. Und beim Model Y ist es ja eh kein Scrollrad, was man runterdrücken muss, sondern den Hebel am Lenkrad zweimal runterdrücken. Das ist ganz anders. Aber das ist ein großer Unterschied hier. Muss man sich auch dran gewöhnen. Und es ist immer so, wenn der Autopilot angeht, piept er noch einmal und sagt, bitte achten Sie auf die Straße. Das kann man auch ausschalten. Da gibt es dann extra in der Konfiguration einen Schalter dafür, dass man das nicht bekommt. Ich glaube, das muss ich beim nächsten Mal mal eben machen. Wenn der Autopilot an ist und man blinkt, dann geht er automatisch aus. Das ist auch sehr angenehm jetzt. Manchmal früher war es so, dass man den Autopilot anhatte und die Spur wechseln wollte und hat geblinkt und er blieb einfach an. Und man musste dann mit dem Lenkrad so einen Widerstand überwinden. Das führte dann dazu, dass er so einen kleinen Ruck, so einen Schlenker machte und das war dann doch immer ziemlich nervig. Weil der bleibt ja nicht an, wenn man die Spur wechselt, sondern fliegt immer wieder raus und man muss ihn dann wieder neu starten. Das ist auch so eine unschöne Eigenart hier vom Tesla. Das hat auch fast kein anderes Auto mit so einem Spurhalteassistent. Dass der beim Spurwechsel immer wieder aussteigt, das ist echt nervig. Ja, und wo liegen wir gerade? Wir haben 47% noch im Akku. Hier wird angezeigt 162 Kilometer Reichweite. Und der Trip sagt, wir haben 21,9 Kilowattstunden im Durchschnitt. 106 Kilometer gefahren. Aber hier sind die Straßen jetzt wieder trocken. Wir sind ja 20 Kilometer vor Bremen und hier ist das Wetter deutlich wieder besser. Ja, man sieht das auch hier ganz schön. Da, wo der Schnee aufgehört hat, da liegen wir, was die Verbräuche angeht, über der Prognose. Also wir fahren besser als die Prognose. Und hier lagen wir immer schlechter als die Prognose. So, gleich verlassen wir die Autobahn. Wir sind 120 Kilometer unterwegs und es steht aktuell 21,5 Kilowattstunden auf der Uhr. Dann fahren wir noch durch die Stadt und die Tempo-30-Zone bis nach Hause. Und dann bin ich gespannt, wie die beiden Autos auseinander liegen oder ob sie doch sehr dicht zusammenliegen. Ich finde den Verbrauch jetzt relativ hoch. Hätte mit unter 20 Kilowattstunden gerechnet, aber dafür war es einfach zu kalt mit einem Grad und das Wetter zu schlecht. Immerhin würde ich sagen, wenn wir jetzt noch weiterfahren würden, liegen wir absolut über der Prognose und würden immer weniger verbrauchen, weil die Straße jetzt natürlich trocken ist. Also das ist klar, dass der Test dadurch natürlich entsprechend beeinflusst wird. Ja Leute, das ist Christian, ein Freund von mir, dem gehört das Model 3 und wir haben tatsächlich mit seinem Model 3 mal gegen das Facelift damals ein Video gemacht. Das war im November 2020, da war das Model 3 von ihm schon mal bei mir im Video. Genau. Und schön, dass wir das heute nochmal zusammen machen konnten. Jetzt kommen wir also mal zu dem Endergebnis. Also es ist unheimlich interessant zu sehen. Das Model 3 Highland, wo liegen wir da? Wir liegen hier bei einem Gesamtverbrauch für die Strecke von 21,0 Kilowattstunden, also 210 Wattstunden. Verbraucht haben wir 38% vom Akku, weil wir sind gestartet mit 79% und sind jetzt bei 41%. Das heißt, die hochgerechnete Reichweite im Winter wären 342 Kilometer bei diesem tatsächlich beschissenen Wetter. Wurde wirklich immer schlimmer in Bremerhaven, oder? Definitiv. Also das habe ich echt nicht gedacht. Hier ist es total trocken, es ist zwar grau, aber von wegen Schneetreiben, das war einfach nicht zu erwarten.
Okay, wie gesagt, 342 Kilometer, 21,0. Und wo lagst du jetzt mit deinem Model 3? 21,3. Und wie viel Prozent hast du verbraucht? Ich bin mit 79 losgefahren und muss ungefähr 38 gewesen sein, als wir wieder hier waren. Das heißt, du hast eigentlich 2% mehr verbraucht, nee, 3% mehr verbraucht als ich laut Anzeige. Laut Anzeige, aber ich vermute, das liegt auch daran, dass der Akku in diesem Jahr ein bisschen größer ist und in dem Model 3 Fremont etwas kleiner. Der hat ja noch den Panasonic-Akku und dieser diesen LG-Akku. Genau, aber du hast natürlich auch nach 3 Jahren ein bisschen Degradation, vermute ich. Mehr als der hier. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gemessen, aber nach dem Laden zeigt er immer noch relativ viel an. Also es ist diese übliche Kurve, die halt am Anfang ein bisschen abgefallen ist und jetzt bleibt es relativ konstant. Genau, aber das ist ja fast vernachlässigbar, wenn man das so sieht. Auch die Verbräuche, die liegen mehr oder weniger gleich und du hattest ja keine Aeroradkappen. Das heißt, dadurch hast du sowieso einen ungünstigeren Luftwiderstand als dieses Auto. Sodass man eigentlich sagen kann, also wir haben jetzt hier ja einen Paralleltest gemacht. Wir sind beide bei gleichen Bedingungen immer wieder hintereinander oder voreinander gefahren. Sodass man sagen kann, das Model 3 Highland ist zumindest im Winter laut diesem Test null effizienter als das alte, eher ein bisschen ineffizienter, würde ich schätzen, wenn man bedenkt, dass das alles neu ist, dass er die Radkappen hatte und du nicht. Also auf den Verbrauch scheint sich die Wärmepumpe zumindest nicht positiv auszuwirken. Nicht direkt. Also nicht, was Klimatisierung angeht. Wir können mal gucken, was der Energiegraf sagt. Was haben wir denn hier? Klimatisierung, da haben wir sogar weniger verbraucht als prognostiziert, nämlich nur 0,1% der gesamten Energie für die Fahrt. Also kann man sagen, wirklich die Klimatisierung ist echt vernachlässigbar bei so einem Auto. Ja, Wärmepumpe hilft natürlich, wie du schon sagtest, beim Vorkonditionieren, beim Schnellladen. Der Innenraum ist schneller warm. Überhaupt stelle ich hier fest, dass, wo ich dann gerade in deinem Auto war, dass es bei dir trotz 20 Grad deutlich wärmer war als hier. Das Gefühl hatte ich auch immer schon, dass die Anzeige bei den alten Modellen irgendwie ein bisschen anders ist. Also das heißt, ich fahre meistens sogar nur auf 19 Grad, aber es ist deutlich wärmer als 19 Grad. Du hattest das, glaube ich, auch mal erwähnt, dass bei deinem ersten Model S das auch nicht ganz so perfekt war. Du musstest da allerdings in die andere Richtung, glaube ich, drehen. Immer heißer, oder? Ich musste immer heißer stellen, weil einfach hier unten im Fußraum es irgendwie reinzog und es war einfach immer kalt. Im neuen ist das ja alles viel besser. Und hier auch, also hier stimmt die Temperaturanzeige ziemlich gut, die 20 Grad, die ich eingestellt hatte. Die fühlen sich auch so an und ich hatte während der ganzen Fahrt nie irgendwie das Gefühl, dass irgendwas kalt ist, weder die Füße noch sonst wo. Also hier ist die Heizung wirklich perfekt, muss ich sagen. Ja, wer kann dieses Auto schon noch schlagen? Es gibt natürlich Leute, die sagen, dieser scheiß Blinker, die fehlenden Sensoren, diese Verkehrszeichenerkennung, die Scheibenwischautomatik, alles Schrott. Ja, das ist wirklich verbesserungswürdig, würde ich auch sagen. Du hast ja noch Sensoren, richtig? Parksensoren ja, aber das mit dem Scheibenwischer ist genau das Gleiche. Ist bei dir genauso schlecht. Wie hast du das auf dieser Fahrt erlebt? Also bei mir war es eine Katastrophe. So wie ich das eigentlich immer mache, manuell bedient. Genau. Was ja dieses Auto auch hat, habe ich auch während der Fahrt erwähnt, ist diese Signalisierung, wenn man zu schnell fährt. Ne? Also ja, die habe ich nicht. Nee, die hast du noch nicht, aber das ist ja seit diesem Jahr Pflicht. Leider. Und das ist bei Tesla natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Das muss man ja haben. Ist auch schön, dass es bimmelt, wenn man 3-4 km/h zu schnell fährt, als die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber die Geschwindigkeitsbegrenzung, die erkennt Tesla aufgrund ihrer Verkehrszeichenerkennung, wo wir wissen, dass sie nicht gut funktioniert. Also hast du teilweise auch Situationen, wo hier das Auto denkt, du darfst nur 50, es ist aber 70, du fährst natürlich 70 und er bimmelt ständig, ja? Weil er denkt, du darfst nicht so schnell. Also das ist schon nervig und dann macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Also es gibt hier auch Schatten, muss man eindeutig sagen. Aber nichtsdestotrotz vom Gesamtpaket finde ich diesen Wagen extrem gelungen und ich würde mal sagen, es ist der beste Tesla, den es gibt. So die Sorgfalt, wie das alles verarbeitet wurde, und das ganze Auto an sich, wie es fährt, ist schon klasse, muss man sagen. Bist du ein bisschen neidisch? Ja, ein bisschen schon. Naja, Christian, ich danke dir auf jeden Fall, dass ich mit dir zusammen die Tour machen konnte. Alles klar, Jens. Hast du dir ein paar Erkenntnisse rausgezogen? Ist dein nächstes Auto ein Highland oder fährst du den noch ein paar Jahre? Ich habe es ehrlich gesagt schon Probe gefahren. Ja. Und aufgrund dieser Tatsache, dass es da halt so ein paar Sachen nicht mehr gibt und dem Blinker, habe ich gedacht, na, vielleicht kommt da nochmal ein Update, vielleicht dann auch mit einer vorderen Kamera. Das wird ja auch häufig bemängelt. Ja. Einfach noch mal ein bisschen warten. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Kanal abonnieren. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Apropos kostenlos, ich habe noch was Neues, nämlich Kanalmitgliedschaften. Da bekommt ihr ein paar Vorteile, wenn ihr Kanalmitglied werdet. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ist natürlich völlig freiwillig. Ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Dann sehen wir uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao.